Wir wollen einen heben. Prost, Prost, Prost. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Backstage und dem Podcast mit Severino. Wie ihr ja schon hören könnt, ist Severino super gut drauf und freut sich hoffentlich genauso wie ihr auf den zweiten Teil von seinem Podcast. Von daher will ich euch gar nicht allzu lange auf die Folter spannen und wünsche euch einfach nur viel Spaß beim Hören. Backstage hinter den Kulissen des Musikgeschäfts. Der Podcast mit Björn Krumbügel. In dieser Zeit bist du ja in einem Hotel oder einem Motel oder irgendwie sowas untergebracht. Und da laufen 24/7, solange die Kandidaten wach sind, Kameraleute und auch Psychologen rum, die nicht aussehen wie Psychologen, die sehen aus wie deine Kumpels und laufen dann mit dem Klempel rum und sagen, hey, cool, du bist jetzt der, du, ihr macht die Gruppe, ich will mal ein bisschen zuhören und so. Ich komme in der Casting-Redaktion und bla. Und die beobachten dich schon. Die gucken schon, wie ist dein Verhalten den anderen gegenüber und schläfst du, säufst du, bist du ein, Entschuldigung, bist du ein Assi oder so Sachen halt. Ne? Die gucken halt schon, wer bringt in der Staffel für irgendwas. Ich habe meine Geschichte nur auf Leistung fokussiert. Also ich war nie beim Saufen dabei. Klar war ich unten, wenn die getanzt haben, habe ich auch mitgetanzt und so. Aber so Party machen und so, das war für mich bei DSDS unmöglich. Also undenkbar. Und die Psychologen sind dann dafür da, die geben so an die Regie weiter, an ja, wo man dann natürlich eine Story draus machen kann. Ja, natürlich, die laufen wirklich mit ihrem Klemmbrett rum und da sind überall, das sind große, also so DIN A4 Zettel kleben da drauf mit den jeweiligen Gruppen und den Fotos davor und da schreiben die ihre Bemerkungen dahinter. Okay. 24/7, ey. Ich schwöre dir, 24/7. Wenn du nachts aufstehst, auf der Toilette wackelst, weil du im Halbschlaf. Das ging bis ein Tag vorm Finale. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Genau. Na, Severino, musst du schon wieder auf Toilette hin? Was mit einer Nacht um 00:30? Ja, so, was machst du denn da? Genau. seid ihr eigentlich alle zusammen in dem Flugzeug danach? Also, ihr seid ja natürlich nach Thailand geflogen. Seid ihr alle zusammen in einem Flieger? Oder waren die getrennt? Oder also habt ihr euch da schon nicht Party gemacht, aber hat man sich da schon ausgetauscht dann mit den Leuten? Oder? Ja, du hast dich schon gefreut. Wir haben uns alle getroffen. Naja, klar. Dann sind wir zum Flughafen gekommen. Wie war der Zusammenhalt der Staffel? Weil, also mit ein paar Leuten war schon richtig cool. Wir haben richtig Party gemacht am Anfang und gesungen und gelacht. Und war richtig, richtig cool. Ne? Es war halt aufregend für alle. Ja, ja, klar. Und wie sich dann herauskristallisiert hat, so wer bringt immer Leistung, wer macht dies, wer ist mehr Streber, wer ist mehr auf Party und so. Und dann haben sich dann jeder so seine Krüppchen gebildet. Ja, und dann hat sich das dann so ein bisschen separiert. Ja, dann irgendwann. Aber am Anfang waren einfach nur alle cool. Wir waren voll cool. Also es macht auch einfach Spaß. Ja. Du hast gar kein Konkurrenzdenken. Du denkst einfach nur an Party, an gute Laune, singen und sowas halt. Wenn ich sage Party, dann meine ich einfach Party im Sinne von gute Laune und feiern. Ich habe nicht getrunken oder so. Und musstet ihr alle Holzklasse fliegen oder habt ihr Business Class bekommen beim Flug? Oder? Sind natürlich alle Holzklasse geflogen. Das ist natürlich gemein. Nach Thailand. Aber die Flieger nach Thailand sind gut. Es sind ja immer diese Airbusse. Naja. Und ein Teil der Crew ist, glaube ich, 3 Tage vorher geflogen. Wegen Aufbauen etc. pp. Ja. Und noch ein Teil der Crew sind 2 Wochen schon vorher geflogen. Wir sind auch mit dem letzten Teil der Crew und die ganzen Kandidaten sind zum Schluss gekommen. Ja, ja, genau. Also, ich meine, wenn man überlegt, was die mit den Kandidaten verdienen, hätte man ruhig mal ein Business Class buchen können. Kommt mir schon kaputt an. Mit meiner Werbung 66 Millionen. Ja, Wahnsinn, oder? Darf man gar keinem erzählen. Nee, ich habe davon nicht einen abgekriegt, ihr Schweine. Trotzdem, vielen Dank. Sehr gerne. Verbringt man mit der Jury dann eigentlich im Ausland viel Zeit? Oder ich habe es vorhin schon mal gefragt, oder sind die wirklich dann nur da? Also die sind auch abends, wenn man, und gehen dann wieder. Genau, auch abends machen die ihr eigenes Ding sozusagen. Ja, da kommt mal einer für die Kamera, dich besucht im Hotel klar. Und so. Und dann jeder hat da so seinen Slot. Und dann, aber wie gesagt, der Dieter einen Abend, weil er Lust hatte, mit uns ein bisschen rumzugammeln und rumzufeiern. Ich glaube, dem war einfach dann auch die Schnauze voll von der anderen Jury. Ja. Maiko ist nichts los, der DJ Antoine war in seinem Film da, in Ischgl in Bangkok am Feiern. Ja. Wie vertreibt man sich die Zeit so zwischen, also bei den Recalls jetzt im Ausland zum Beispiel, übt man wirklich nur den ganzen Tag? Oder, also klar, wie du sagst, die einen machen Party, die anderen, aber wie stelle ich mir so einen Tagesablauf vor? Also dann
ihr wart im Hotel wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Aufgestanden. In Thailand? Ja, genau. Also in Bangkok haben wir auch ein wunderschönes Hotel gehabt. Mhm. Der Tag fängt morgens um 7 an. Ist der ist getaktet. Ihr werdet geweckt und ihr könnt nicht sagen, der eine steht um 10 auf, der andere um 8 oder so. Also Der ist getaktet. Mhm. Die kommen auch einfach morgens dann rein, wecken dich und aufstehen. Und, wenn du zu spät kommst, ist natürlich schon wieder, wenn sie dich nicht wecken und du kommst zu spät, ist natürlich der brutalste Minuspunkt, weil es wieder an Disziplin geht und sowas. Und der andere mit seinem Klemmbrett gerade mal aufschraubt, wer zu spät gekommen ist. Ich habe nur noch gerufen, die Typen mit dem Klemmbrett, weil es waren immer zwei Stück. Und wie gesagt, du stehst auf, der eine hat seinen Flieger verpasst für nach Phuket drüber. Der ist dann einen Tag später gekommen. War natürlich gar nicht cool. Nee, das ist schlecht, glaube ich, ja. Ja, also du musst, der ist getaktet der ganze Tag. Also der wird dann wirklich auch vorgegeben. Bis du deinen Song bekommst. So lange ist der Tag getaktet. Dann heißt es, okay, übt, probt. Dann wird genau die Zeit gesagt, wann du zum Vocal Coaching musst. Und nach dem Vocal Coaching hast du dann, der musste dann wieder alles aufhören, weil dann müssen wir einen Dreh nachholen und dann muss das gedreht werden und der Kram gedreht werden. Und dann werden die einen schon richtig nervös und sauer, weil sie den Song nicht können und weil sie die ganze Zeit nicht geprobt haben und haben gedacht, oh, wir haben aber den ganzen Tag Zeit, aber da kommt ihr blöde Kühe und dann müssen wir sagen, wir müssen drehen. Da sag ich, ja, was denkst du denn, ey? Du hast den ganzen Tag Zeit gehabt zu drehen, zu üben. Ja, aber was soll ich wissen, dass wir jetzt drehen? Sag ich, ja, aber dann üb doch einfach. Genau. Ja, so. Also es ist schon durchgetaktet. Du hast ein gewisses Zeitfenster, wo du dann für dich bist, für dich ganz alleine und so hast du 3-4 Stunden zum Üben, aber dann musst du halt auch wieder voll abliefern. Konntest du deine Songs selbst aussuchen oder also oder hat man die, also kriegst du die vorgegeben und oder kriegst du eine Auswahl oder? Die Gruppen werden zusammengestellt und dann kriegst du deinen Song. Ja. Aber du grinst so, also waren das immer Songs, die du gut fandest? Ich kann's überhaupt nicht. Du kannst es, also du kannst die Songs nicht, oder? Ich wusste nicht, was ich bekomme, aber alle Songs, die ich bekommen habe, habe ich gekannt. Ja, ja, okay, genau. Gott sei Dank, klar. Gibt es eigentlich noch Kontakte zu anderen DSDS-Gewinnern? Also jetzt kennt man sich Pietro, Alexander Klavs, Beatrice Egli, gibt es da irgendwie so, oder ist das wirklich jede Staffel so für sich abgeschnitten und gut, das... Wenn man jetzt nicht durch Zufall sich irgendwo gegenüber mal über den Weg läuft, kennt man sich nicht. Ja, die Staffel ist so für sich abgeschnitten. Mit Pietro habe ich lange Zeit Kontakt gehabt. Hat sich ja irgendwie verlaufen, aber wenn wir uns sehen, ist alles easy. Ist immer cool, alles gut. Mit Pietro habe ich lange Zeit Kontakt gehabt. Jetzt mit dem aktuellen Gewinner, mit Harry Lafontaine, habe ich während der Staffel schon sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Und habe ihm da auch mental einfach unterstützt. Cool. Weil ich auch wollte, dass er das Ding gewinnt, er oder sein Bruder. die Annette habe ich kennengelernt. Sablik. Den Song fand ich gut, muss ich sagen. Den Wiener-Song fand ich richtig gut. So ein bisschen Dance. Ja, fand ich auch gut, ganz gut. Das war der erste, den Edith ja nicht produziert hat. Auch eine ganz, ganz liebe Frau. Tolle Sängerin. Und Kontakt. Viel Kontakt bleibt. Guck mal, das ist so... Jeder hat ja so sein Umfeld. Jeder ist busy, wir sind erwachsen, wir haben unsere Familien teilweise und Freundschaft ist für mich auch immer nicht quantitativ, sondern qualitativ. Und ich muss nicht jeden Tag die Menschen, wie gesagt, nicht jeden Tag die Menschen, die ich liebe und die mir Kraft geben, die ich Freunde nenne und schimpfe, die muss ich nicht jeden Tag hören. Ja. Ich weiß, denen geht's gut. Ich weiß, wo sie sind. Genau. Und das ist alles, das ist das Allerwichtigste. Ich sehe ganz genauso. Weil es gibt ja doch einige, die auch jetzt, weil DSDS ist ja immer so, das heißt ja, Deutschland sucht den Superstar, wenn man das immer ganz genau sagt. Und irgendwie ist ja jedes Jahr, denkst du immer, also als Konsument, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, sind die Einschaltquoten ja auch total runter. Die waren immer echt mal gigantisch hoch, wirklich. Mit mir, nach der Menowin-Staffel war meine Staffel wieder die höchste. Ja, mit knapp 6 Millionen. Jetzt sind wir ja bei 2. Die oder waren am Anfang mal bei 12 Millionen, glaube ich. Ja, krass, ganz die ersten Klasse, genau, weil da war es ja eh noch neu, dieses Casting-Ding. Deswegen, ich finde auch immer, wenn die Leute gewinnen, jetzt zum Beispiel, die gewinnen dann nie in ihrem Segment. Alexander Klavs ist dann eher so richtig Musical gegangen. Beatrice Egli, okay, die hat dann wirklich einen Schlager gesungen, aber die ist jetzt ja auch im Schlagergeschäft dann als Moderatorin und so. Also ja, genau, wie sie das ihr macht. Genau. Die ist straight ihren Weg gegangen. Der Pietro
Pietro hat es für mich auch nicht musikalisch geschafft, sondern dann mit der Story mit Sarah hinterher. Genau. Und beim K1 ins Fahrwasser damals ein bisschen mitgekommen, genau, oder? Aber alles gut, weil der Junge ist sehr, sehr fleißig. Mhm, ja. Das ist ein sehr, sehr fleißiger Junge. Und alle sagen, warum der? Der kann doch nichts und und. Der ist, er sagt auch selber, er ist nicht der beste Sänger. Mhm. Aber was er macht, ist gut. Ja, ich weiß. Ja, was er hat, ein gutes Team um sich. Mhm. Das muss man einfach sagen. Genau. Der hat ein tolles Team um sich. Alles, was er macht, macht er richtig und macht er gut. Und außerhalb vom Musikbusiness ist der Junge sehr, sehr fleißig. Mhm. Das weiß keiner. Das wissen nur die wenigsten. Ja, und jede Million, die er auf dem Konto hat, ist eine Million zu wenig. Mhm. Weil er macht einfach gut. Ja, ja. Und das war ihm auch gegönnt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er kommt auch sehr sympathisch und auch bodenständig. Das ist, glaube ich, auch damals, wo das mit der Sarah war, so, ich habe es ja auch nur so aus Medien mitverfolgt. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass ich eher so auf seiner Seite bin oder wäre. Was, also das, das war ja das. Ja, da war die Sarah ja mal anderthalb Jahre kurz von der Bildwäsche verschwunden. Genau. Nochmal, ich kenne die ganze Geschichte gar nicht. Ich habe es nur so vom Gefühl her, glaube ich, dass das schon... Ja, also öffentlich war sie eigentlich so... Entschuldigung. So. Und ich finde es auch immer, es gibt immer zwei Seiten von der Geschichte. Genau. Das ist auch mein Leben. Das genau. So denke ich auch. Man muss auch immer respektvoll mit den Menschen umgehen. Genau. Nur, du weißt ja, wie die Öffentlichkeit ist. Und dann das Internet, die ganzen Internet-Rambos. Und der Pietro war dann der arme, betrogene Mann. Ja, genau. Und was aber im Endeffekt vielleicht gar nicht so war. Ja, man weiß es nicht. Genau. Soll immer die Leute so für sich lassen und nicht zu viel da rein interpretieren. Das ist so, lasst einfach gut sein. Genau. Und wo wir gerade beim Thema DSDS sind, ich habe hier jemanden, der würde dir gerne mal eine Frage stellen. Hallo Sevi, Überraschung. Ich würde gerne mal wissen, inwiefern von RTL in der Sendung, in deiner Staffel damals Inhalte geschnitten wurden. Wenn man zum Beispiel den Song Caruso nimmt, der Vorspann, wo Dieter Bohlen zu dir sagt, wenn man da emotional so eingebunden ist, muss man das doch besonders gut bringen oder so ähnlich. Da merkt man, dass da ein Schnitt gemacht wurde und dass du einfach nur mit Ja geantwortet hast. Inwiefern wurden da Dinge anders dargestellt, als sie eigentlich waren? Ich muss euch allen ehrlich antworten. Inhaltlich wurde nicht viel verändert. Gar nicht. Also vom Sinn her wahrscheinlich. Vom Sinn her wurde gar nichts verändert. Ich habe sehr, sehr geweint und konnte auch diese Leistung, die von mir erwartet wurde, gar nicht abrufen, weil der Song mich so mitgenommen hat. Ich war den Tag davor am Heulen, ich war während des Tages am Heulen, ich war im Vocal Coaching am Weinen. Das hat man, glaube ich, gesehen im Fernsehen. Ich war einfach nur noch am Heulen. Ich dachte mir so, oh, bitte reiß dich doch mal zusammen. Es ging aber nicht. Es ging wirklich nicht. Und Madeleine, unser Vocal Coach, die hat zu mir gesagt, Severino, die hat sich auch mit mir alleine hingesetzt, hat gesagt, du musst einmal richtig loslassen und heulen. Weinen. Und das konnte ich aber nicht, weil ich war, wie oft soll ich noch heulen? Sagt sie, nein, wein richtig. Mhm. Es geht nicht. Aber dann beim Auftritt ist es passiert. Mhm. Und dann musste ich, und seit dem Auftritt kann ich den Song auch singen. Sie hat voll so recht gehabt. Mhm. Die hat so recht gehabt, diese Frau. Ich habe die sowieso sehr bewundert. Inhaltlich wurde dann nicht viel verändert, vom Sinn her. Ich habe einfach nur gesagt, ich bin mit dem Song so emotional verbunden. Was ich da noch gesagt habe, war, glaube ich, ich konnte gar nicht meine Leistung abrufen. Und dann hat er Dieter gesagt, ja, wenn du doch so emotional verbunden bist, dann muss man doch richtig raushauen. Da muss man doch noch mehr geben. Man muss aber auch, zu meinem Nachteil sagen, der Song, der wurde 6 Halbtöne tiefer gespielt. Das ist ein... Ist natürlich für mich die Arschkarte. Genau. Und da habe ich gesagt, warum muss ich den tiefer singen und er nicht höher? Mhm. Weil wir hatten den Antonio, den Italiener dabei, der konnte nur in einer Stimmlage singen. Da musste sich annähern. Und da mussten alle in seiner singen. Mhm. Ja, habe ich gesagt, ja, aber es ist doch nicht original. Mhm. Ja, aber hör mal du, wer kann denn das Ding original singen? In G. Habe ich gesagt, ich. Ja, du bist auch nicht normal, Junge. Er muss immer da singen, wo die anderen singen, du. Ja, schade, dass der Daniel nicht da ist. Der kann den so gut nachmachen, der Daniel Jelan. Und ich musste das dann tiefer singen und da war ich sowieso von der Leistung konnte ich es gar nicht kompensieren. Ja, gar nicht. Es gibt Songs, also jeder Song
passt zu der Stimme von irgendeinem Sänger oder einer Sängerin. Und wenn das jetzt von einem Tonhörer nicht so in seiner eigenen Lage ist, kann man die dann beim Aufnehmen hochpitchen und runterpitchen, damit einfach die Energie und so, die gerade der Severino, wenn er laut singt, wenn man eine gewisse Energie in der Stimme hat, die ist natürlich bei der Tiefe, kann man das nicht so rausbringen. Also wenn man eher hoch singt und wenn natürlich dann der 6 Halbtöne, was die Hälfte von der Tonskala ist, runtergepitcht ist und ach, schon echt schwierig. Ja, ist jetzt einfach, ist weil man nicht einfach. Man muss sich das so vorstellen. Ich singe jetzt von Max Mutzke, Can't Wait Until Tonight. Und wenn ich das so in der Tonlage singen würde, wie ich damals Karo singen müsste, wäre das so Just can't wait until tonight, baby. Und im Original würde es dann Just can't wait until tonight, baby. Ganz genau. Da, also da kann man glänzen, ja. Da kann, man kann glänzen da oben. Ich zumindest, weil ich sowieso eine Mädchenstimme habe. Sagt man. Und da unten, das ist so nicht mein Bereich, da habe ich zu wenig Luft und zu wenig Kraft einfach. So. Da fehlt die Masse. Ja, die liebe Biggie hat aber noch eine zweite Frage. Pass mal auf. Das hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt keine zweite gekommen wäre. Meine zweite Frage wäre, was hat die Zeit nach DSDS persönlich mit dir gemacht? Inwieweit hat sie dich beeinflusst? Der Hype, der dann da war, der dann abgeflaut ist, die Reaktionen der Presse, die Menschen, die dir begegnet sind, die du mit guten und schlechten Gesichtern kennengelernt hast. Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit danach. Was hat die Zeit mit dir persönlich gemacht? Was hat die Zeit danach mit mir gemacht? Ich habe auf einmal ganz, ganz viele Freunde gehabt, die sich irgendwie, glaube ich, die sich jahrelang davor natürlich nicht gemeldet haben. Bei manchen hast du dich gefreut und wurdest enttäuscht und wusstest einfach, okay, ey, don't talk to me like this. Ich weiß so, warum du dich meldest. Die einen haben sich nicht gemeldet, aus dem Grund, weil sie gesagt haben, so, ey, ich melde mich jetzt nicht, dass der denkt. Yeah. Und hätten aber gerne. Und ja, es öffnet dir viele Toren. Es öffnet dir aber auch viele Höllentore. Du zahlst viel Lehrgeld, weil du denkst, okay, vielleicht fühlt sich die, hier ist jemand, der will dir helfen. Und du musst aufpassen. Ich bin tatsächlich in der Öffentlichkeit menschenscheu geworden. Ich hab die Menschen, wenn ich vorher rausgegangen bin, und ich habe mich immer gern unterhalten, ich war immer gern in Gesellschaft und so, ich bin menschenscheu geworden. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, weil jeder was von dir wollte. Und jeder stellt die gleichen Fragen und das machst du so ein Jahr mit. Und weil es einfach cool ist, weil du ja alles erzählen kannst, ja, und so, du freust dich. Und dann war es irgendwie so, ist doch immer dasselbe. Jeder fragt dich dasselbe und du hast alles doch schon beantwortet. Und jeder will mit dir wichtig reden, obwohl es gar nichts wichtig ist. Du hast dir mit der Person, und jeder babbelt dir so einen richtigen Blumenkohl ans Ohr. Und denkst so, jeder weiß bitte, irgendwas und das besser Schlimmste vielleicht. Ist, oder, ja, oder, und jeder kennt sich in dem Business aus. Und die einen sabbern dich noch an bei. Du musst echt immer freundlich sein. Und es ging mir richtig auf die Nerven. Ich bin dann draußen gewesen, ich war was essen, dann hast du Bilder geschickt bekommen auf deinen Instagram- und Facebook-Accounts, wie du gerade in die Pizza reinbeißt und so. Das ist auch nervig. Ja, ich meine, es gehört alles dazu. Ja. Ist alles in Ordnung. Das ist auch vollkommen, ist wirklich, das war so einer der wenigen Sachen, die mich gestört haben. Aber das ist so, wenn da eine Feier war, habe ich so gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Ich habe keine Lust. So, meine Mama hat mich 100-mal angerufen, so, ey, komm, ich kann nicht, ich muss singen, ich muss ins Studio. Oder die Termine extra so im Studio gelegt, dass ich da nicht hin kann. Oder wenn ich dann irgendwo gesungen habe, und bin ich nach dem Singen gleich wieder abgehauen. Also ich bin nicht der Mensch, es sei denn, ich wurde gebucht dafür. Ja. Der dann da geblieben ist, die Moët-Flaschen geknallt hat, die Wodka-Flaschen-Party gemacht hat und so. Wenn das mal so war, habe ich die Wodka-Flasche einfach nur präsentiert, dass die jetzt bei unseren Tisch kommt. Dann habe ich die ganzen Leute, die um mich rum waren, eingeladen. Sag ich, kommt alle rein in die VIP, ihr könnt hier trinken und so, dann bin ich gegangen. Ja. War die Zeit nach DSDS für dich dann eher positiv oder war die dann doch eher negativ? Klingt das eher so ein bisschen als, also musikalisch war es positiv. Also ich glaube, dieses zu gewinnen und dann ganz vorne, das ist natürlich das geilste Gefühl ever, nehme ich an. Ja. Aber die Zeit danach klang jetzt eher so ein bisschen, als wäre das dann nervig und negativ. Und, also es unabhängig von, dass es die Türen öffnet. Aber
So, jeder meint, dir irgendwas, einen Blumenkohl aufs Ohr drücken zu müssen oder so irgendwas. Das nee, ist nicht auf Ohr, sondern ins Ohr. Ja, die Menschen, pass auf, es gibt Menschen, die sind angenehm. Mit denen kannst du dich unterhalten, da unterhältst du dich so übers Musikbusiness und sagst ja und hörst, bist auch voll aufmerksam. Aber da gibt es natürlich auch so einen kleinen Prozentsatz, der dann immer größer wurde, die da alle gemeint haben, so, die müssen dich jetzt belehren oder dein Management spielen oder ich bin so, ey, wo kommst du denn auf einmal her? Da kommt natürlich immer die Frage, was einer der interessanten Fragen war, war auch immer, höre ich heute noch, warum hört man von dir nichts mehr? Hey, du hast eine Sendung geguckt, die 100 Millionen einspielen. Ja? Das heißt, ich war jeden Samstag bei dir im Wohnzimmer. Fast ein Jahr lang. Und ist doch klar, wenn ich nur zweimal im Jahr im Fernsehen bin, oder im Höchstfall dreimal, dass du dann zu mir sagst, weil du die dreimal nicht gesehen hast, warum sieht man nichts mehr von dir? Ist doch logisch, dass man nichts mehr von mir sieht oder mich nicht mehr in der Häufigkeit sehen kann, in der du mich gesehen hast in der Show. Weil wer kriegt denn heute ein Jahr Primetime 20.15 Uhr auf RTL? Das kann doch gar kein Mensch bezahlen. Das ist das Problem. Du wirst ja bei so Castingshows, gerade wenn du, guck mal, wie viele da insgesamt sich beworben haben, 27.000, 25.000, 30.000. Ja. Und selbst da war jemand mal im Fernsehen, also ist irgendjemand bei den Records aufgetaucht, am nächsten Tag beim Bäcker wird er sofort erkannt, aber zwei Wochen später, wenn er dir weg ist, kennt ihn dann keiner mehr. Und du wirst halt in so ein Katapult gespannt und es geht, also so wie du nach oben katapultiert werden kannst, absolut kannst richtig. Du auf der anderen Seite wieder runter, wenn du eben dann nicht, wie du auch sagst, immer irgendwo stattfindest. Und wenn du nicht psychisch stabil genau, bist. Ja, das ist Horror, wenn du psychisch nicht stabil bist, dann fällst du sowas von in ein Loch. Ja, das glaube ich. Und dann bist du am Ende, du bist am Arsch. Mhm. Ja, du wirst verlieren. Ja, ja. Du wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Du verstehst die Welt nicht mehr. Genau. Warum will dich keiner mehr hören? Ja. Hat damit gar nichts zu tun, weil der Nächste steht ja schon in den Startlöchern. Und noch meine letzte Frage an dich. Wo siehst du dich heute in 5 Jahren? Wie sind deine Pläne? Hast du schon Pläne, die in Arbeit sind? Wie sind deine Vorstellungen, deine Wünsche, deine Träume, sowohl privat als auch beruflich? Danke dir. Gute Frage, ehrliche Antwort. Ich gucke gar nicht so weit. In 5 Jahren, ich gucke jetzt gerade, dass aktuell alles läuft. Ich wünsche mir, was ich mir wünsche, in 5 Jahren ist eventuell ja so ein kleines eigenes Häuschen. Das ist so mein Wunsch mit meiner tollen Familie. Und viel guter Musik. Eventuell mit einem... Eigener Musik natürlich. Ja, natürlich. Und eventuell mit einem tollen Nachbarn, mit dem ich mir dann ein Studio teile. Gibt es da schon konkrete Pläne? Ja, ich muss mal die Familie Krumbügel fragen. Ich muss mal gucken, ob ich die kenne. Die rufe ich gleich an. Ja, sowas. Ich sehe mich einfach in Harmonie, in Frieden. Ich hoffe, dass wir alle gesund sind. In 5 Jahren so weite Pläne habe ich nicht. Ich weiß, was dieses Jahr meine Ziele sind. Ich weiß, was nächstes Jahr meine Ziele sind. Und das Wichtige ist natürlich die Gesundheit. Das bleibt immer im Vordergrund. Aber auch wichtig ist es, einen Punkt zu treffen oder zum richtigen Zeitpunkt einfach genug Geld zu verdienen, um die Zukunft meiner Tochter, unseres Kindes einfach so zu sichern, unserer kleinen Prinzessin, und dass wir einfach in keinen Sorgen leben müssen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, das ist, glaube ich. Sorgenfrei leben, das ist mein Ziel. Und ja, in 10 und in 20 Jahren. Ja, aber in 5 Jahren möchte ich schon mal geschafft haben, dass ich die nächsten Jahre nichts mehr arbeiten muss. Wir wollen einen heben. Prost, Prost, Prost. Nicht Fisch nacken, Kopf in Nacken. Ja, genau. Das ist auch geil. Was trinkt man in Frankfurt? Appleboy, oder? Appleboy in der Halse neu. Ey, Digga, wie lange geht eigentlich der Podcast? Das ist doch brutal. Du hast ja immer noch 4 Zettel liegen. Du laberst ja auch so langsam. Du holst aus wie... Ey, du ballerst meinen Kopf, ey. Am Ende geht er 2x10 Minuten. So, allen Fragen. Genau, ja. Severin, deine Antwort? Genau. Ja. Severin ist halt nicht so gesprächig. Genau, ja. Immer dasselbe Ja. Der Gear Talk. Du hast hier zu Hause ja auch eine kleine Studioecke eingerichtet.
Mit welchem Equipment arbeitest du? Ist es, ich sehe ein rotes Audio-Interface, das ist ein? Das ist ein, eine Focusrite, Interface Focusrite. Und Mac sehe ich auch. Und welchem Programm arbeitest du? Mit iMac, welchem? Mit Logic. Logic, da haben wir was. Das ist schon das geilste Programm, oder? Absolut. Aber warum fragst du mich das, wenn du das weißt? Nee, das ist, ich sehe es an deinem, an den Augen. Nein, ja, mit Logic arbeite ich. Ich habe auch vorher mit Cubase gearbeitet. Und Pro Tools und sowas habe ich nie Bock gehabt, weil ich einfach keinen Bock habe. Und Logic habe ich mich dann irgendwann reingefummelt wegen iMac. Hier wegen Mac. Was einfach prädestiniert dafür ist. Ja, es ist einfach, es ist das einfachste, zu verstehendste Programm für mich. Und ich kann dir da nur zustimmen. Ja, es ist einfach, also ich liebe es. Ich liebe es, damit zu arbeiten. Hast du ein bestimmtes Mikro mit, also gibt es ein Lieblingsmikro für dich, wo du gerne im Studio singst? Hast ja, du irgendwie, ein goldenes Neumann-Mikrofon. Welches das genau ist, weißt du nicht? Nee, da habe ich nicht so eine Ahnung von, ich bin nur Zänger. Ja, Neumann, ja, na gut, okay. Das. Ich bin nur Zänger. Genau, aber wenn jetzt... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde zu meinem Produzenten, ey, das Mikrofon ist echt gut, der wird es einfach kaufen. Genau. Aber du müsstest dem Produzenten natürlich sagen, welches, weil Neumann hat ein paar Mikros. Ja, ich suche das raus, ist kein Problem, weil ich bin mal zu dem gekommen. Zu dem Produzenten und dann hat er einfach 6 Mikrofone da stehen gehabt und ich musste einfach alle Songs nacheinander in alle verschiedenen Mikrofone singen, weil er hören wollte, welches am besten klingt. Und die anderen hat er wieder zurückgeschickt. Wer war das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du hast ja schon mit verschiedenen Produzenten gearbeitet. Ja. Hast du bestimmte Lieblings-Plugins? Ja. Ja? Dann nenn uns die doch mal bitte. Oder gibt's... Ja. Ich merke, es ist spät und ich habe auch nur für 1,5 Stunden bezahlt. Also, ich arbeite schon gerne mit Plugins, wenn ich mich auskenne, wie die funktionieren. Und ihr müsst eins verstehen. Ich weiß, wie ein Kompressor angeht. Ich weiß, wie man ein bisschen Autotune benutzt. Weil sich was ist Autotune? Autotune hilft den Sängern, die nicht singen können, die Töne richtig anzusteuern, beziehungsweise... Jetzt fragen wir uns gerade, warum Severino Autotune nutzt. Kann ich, weil der Sound einfach modern klingt. Ja, okay. Weil du musst ja am Puls der Zeit irgendwie mitmischen. Hat nichts damit zu tun, dass ich meine sängerischen Qualitäten hier in Frage stelle, okay? Autotune zum Beispiel könnt ihr auch sehr, sehr ausgiebig bei Capital Bra. Alles, was ein bisschen rumeiert, das ist dann Autotune. Alles, was so klingt, das ist alles Autotune. Es gibt ja dann meistens nur so einen kleinen Touch und sowas. Ne? Gibt es ein Lieblings-Preamp, wenn wir schon, also Mikro haben wir ja gesagt, das ist Neumann, der Severinus Neumann-Fan. Den gibt es auch einen. Ein Preamp gibt es, der steht bei dir zu Hause. Bei mir zu Hause, welcher ist denn von den 15, die ich habe? Das weiß ich nicht, aber auf den ich letztes Mal eingezogen habe. Der ist das, wie heißt der? Universal Audio LR. Von Versen 610. An Audio und Versen 10.15. Genau. Wir dürfen hier keine Werbung. Also rauspiepsen. Der steht bei dir, ja. Das ist mein Liebling. Wo, / wie schreibst du denn Songs eigentlich? Schreibst du selbst viele Songs? Wie schreibe ich Songs? Also den letzten Song, die letzten Songs habe ich mit meiner Frau zusammengeschrieben. Setzt du dich hin? Ich sag dir, wie das passiert ist. Ich hatte eine Melodie im Kopf. Wir haben die zusammen gehört, wir fanden den Beat gut. Dann habe ich am Klavier mich hingesetzt und habe es versucht nachzuspielen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er sich ans Schlagzeug gesetzt und da komponiert. Habe ich mich ans Schlagzeug gesetzt und habe mir die Melodie in den Kopf reingekloppt. Nee, dann haben wir zusammen da gesessen und ich meine, sie weiß nicht, wie man melodisch schreibt. Aber sie hat super Ideen. Mhm. Super Ideen, die sie mir dann gesagt hat. Und ich habe es dann einfach in die Musik, in den Takt, in den Beat umgesetzt. Und während ich den einen Song aufgenommen habe, hat sie den anderen fast fertig geschrieben. Also fast fertig da rumgetextelt. Und das Produzententeam, mit dem ich damals gearbeitet habe, bei den zwei, drei Songs, die haben dann Pause gemacht für 15 Minuten. Und in der Zeit haben wir den zweiten fertig geschrieben und den dritten. Geht manchmal schnell. Es ging so schnell und ja, die Songs, so ist eigentlich so die letzte Zeit, wie ich schreibe. Aber setzt du dich dann konkret hin, sagst jetzt schreibe ich einen Song oder sitzt im Auto und dir fällt irgendwas, kommt? Es kommt einfach. Ich setze mich dann hin und während, also das ist so, ich sitze dann meistens hier vor meinem Klavier und habe den Mac an und lasse dann die Instrumentals oder die Melodien ablaufen und entweder es kommt
Und wenn es nicht kommt, machst dann wird es auch nichts. Dann machst du aus. Nee, dann wird es nichts. Mhm. Ich kann dann überlegen und machen, tun, ja, es kommt. Mhm. Es kommt nicht. Den einen Tag habe ich mit dir zusammengesessen und wir haben uns was angehört, so kleine, was waren das? So Gitarrenriffs. Sample Snippets. Mhm. Ja. Und da haben wir ja direkt drauf losjammen können, mhm, weil uns was eingefallen, ja, ist. Mhm. Und ich glaube, hätten wir an dem Abend weitergemacht oder überhaupt Musik angefangen, so dass mir nur was gezeigt, hätten wir an dem Abend Musik gemacht, wäre 100% was Cooles bei, mhm, rausgekommen. Und so ist das einfach. Ja, okay. Du sitzt da, ich glaube, so ist es bei jedem. Mhm. Du sitzt, es kommt. Es gibt, glaube ich, auch Songwriter, die setzen sich wirklich ans Klavier und sagen, okay, heute schreibe ich einen Song. Die schreiben dann Songs, das heißt nicht immer, dass das ein toller Song ist, aber dann, die haben so einen Output und probieren was, genau, und dann... Die müssen das, einfach... Genau, aber die setzen sich konsequent ans Klavier bei uns, bei dir ist es vielleicht, du hörst im Audio irgendwas und oder du hörst eben jetzt so ein Sample-Snippet oder so, und dann kommt, ja, es kommt, es kommt nicht. Muss aber, sich touchen. Aber in der, Dusche, in der Dusche oder so passiert sowas nicht? Nee, in der Dusche dusche ich meistens, okay, und dann bin ich da auch schnell wieder raus. Okay. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Bist du ein Serien-Junkie? Guckst du die ganzen DSDS-Staffeln rauf und runter? Nein, in meiner Freizeit beschäftige ich mich dann meistens mit unseren Pferden. Und ab 22 Uhr zocke ich dann. Schläft deine Frau dann schon, oder? Ach, die sitzt manchmal nebendran. Zockt mit. Nee, eher innerlich. Dann verflucht sie mich oder schimpft mit mir, weil ich dann die Leute hinschicke. Sag, ey, du musst da rüber, der schießt von da. Du bist so laut, ich geh jetzt ins Bett. So, und manchmal verfolgt sie es mit, dann liegt sie nebendran, schon ein bisschen im Handy, dann schläft sie ein. Am schönsten ist immer, wenn sie neben mir einschläft. Dann ist aber cool. Mhm. Und wenn sie dann so wach wird und sagt, ich gehe jetzt ins Bett, dann fühle ich mich manchmal frei und sage, okay, jetzt kann ich endlich mal laut reden. Genau. Und naja, das ist so meine Freizeit. Und jetzt habe ich wieder mit Sport angefangen. Früher war es das Boxen und Thai-Boxen. Und das habe ich jetzt zuerst mal an ACTA gelegt, einfach wegen der Gesundheit. Und, mhm, aber sportlich aktiv, ja. Genau, ich hätte mich auch gefragt, hast du noch überhaupt noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche? Hast du gerade gesagt, dann zocken ist... Ja, also meine Hobbys sind wirklich aktuell Playstation spielen, essen. Und dann, wie gesagt, bin ich noch ab und zu mit meiner Freundin, Frau, Lebenspartnerin. Das ist ja alles von mir. Meine beste Freundin ist meine Frau, mein Baby ist ja alles. Und dann gehen wir ausreiten mit der Kleinen. Oder wenn ich ganz alleine bin, dann spiele ich ab und zu Klavier oder während sie am Kochen ist, sitze ich am Klavier und spiele und gucke, wie gut ich geworden bin und bin dann erstaunt, wie scheiße ich doch noch bin. Du sollst mal ganz gut Fußball gespielt haben. Ist das ein Gerücht oder ist da was Wahres dran? Die einen sagen so, die anderen so. Ne? Hast du das mal irgendwie professionell gemacht oder semi-professionell? Oder? Ja, habe damals bei den Amateuren noch mittrainiert, bei der Eintracht und dann war vorbei. Verletzung oder? Ja. Ja, war ich da mit den Jungs in der Halle Fußball spielen und dann wurde mir das Knie weggeschoben. Scheiße. Kreuzbänder gerissen, Meniskus geplatzt, ja, die Sehne hinten im Knie abgerissen, also ich habe das komplett, der Arzt hat gesagt, das ist so eine Triologie, keine Ahnung. Triologie ist ja eigentlich eine Sendung, die drei Teile hat oder ein Film. Aber drei. Triologie, irgendwie sowas hat er das genannt. Also die Ärzte wissen jetzt, was gemeint ist. Genau, auf jeden Fall. Es war alles kaputt. Das war's mit der Karriere. Ja. Ja, ich habe dann wirklich fast ein Jahr wieder lernen müssen zu laufen, richtig. Ich habe dann gemerkt, so im Krankenhaus ist der Bauch gewachsen. Nicht das Ego, aber der Bauch. Ich habe auch gute Schwestern. Ich habe um 22 Uhr angerufen, Tammy, ich habe Hunger. Kann ich natürlich mit Burger King an. Nicht ins Krankenhaus. Ja, voll. Das war cool. Wo wir gerade bald nicht mehr Fußball sind. Ich habe hier jemand, der würde dir gerne eine Frage stellen. Hallo Onkel, warum hast du mit dem Fußballspielen aufgehört? Wer war denn das? Das war mein Neffe, der Savin, unser Baby. Weil der Onkel zu dick geworden ist. Der Onkel kann nicht mehr so spielen wie vorher. Aber der Onkel könnte sich doch vors Tor legen, guck oder? Mal. Es ist so. Der Onkel ist ja ein bisschen dicker geworden. So, und wenn die Jungs, die dann meinen, die können besser spielen, Fußball spielen als ich, wenn die dann meinen, mich zu verarschen auf dem Platz, dann kann das sein, dass ich ihnen hinterherlaufe und die wegtrete. Und das will ich ja nicht. Weil ich ja ein fairer Fußballspieler sein möchte, muss ich erst wieder ein bisschen abnehmen und dann kann ich wieder ein bisschen Fußball spielen. Das Problem, wenn die alle so schnell sind, gell? Also, weißt du, wie, das ist so frustrierend, weil du weißt, wie gut du warst und du weißt, wie schnell
du am Ball warst. Und es ist einfach alles weg. Und wenn du dann nicht mehr da bist, sagen die anderen, erzählt dir wieder, wie gut der früher war. Du Arschloch. Das hörst du ja nicht. Dann sagen die dann, ach, da kommt wieder der Typ, der erzählt, wie gut der früher war. Ich erzähle es ja nie, aber ich ärgere mich. Ich ärgere mich und dann spiele ich einfach nicht. Du bist seit einigen Jahren mit der lieben Nadine geglichen. Übertreibt man nicht, anderthalb Jahre. Wie und wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Seit einigen Jahren. Na, ist es ein Jahr oder ist es mehr? Anderthalb Jahre. Dann sind es einige Jahre. Na, anderthalb, okay. Wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt vor circa 6 Jahren. Jetzt sind fast 7 Jahre her, gell? Wir haben uns kennengelernt vor fast circa 7 Jahren auf einem Fußballturnier, welches ihrem Bruder veranstaltet hat. Und da war die auf einmal mit dem Müllsack neben mir. Wir haben uns kurz unterhalten und ist wieder weggelaufen. Ich habe die aber vorher nie gesehen. Und habe ich so gefragt, wer ist denn das? Das ist von dem und dem die Schwester. Sag ich, ach so, okay, aber ich wollte nur wissen, wer es ist. Also da war keine irgendwie Interesse oder sowas. Und ihren Bruder habe ich damals sehr, sehr gemocht. Also heute immer noch, aber ich meine, ich konnte ihn damals schon sehr, sehr gut leiden, weil ich mag ihn einfach. Mhm. Ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Und es hat mich natürlich gefreut, dass der halt, dass gerade von ihm die Schwester war. Mhm. Hat mich einfach gefreut. Und dann haben wir uns gar nicht mehr gesehen. Über Jahre. Ja. Und irgendwann war der Severino morgens so auf dem Jägermodus. Und hat dann gedacht, so, wo kann ich denn mal hinfahren? Hier, lecker Mädchen suchen. Die war gar nicht auf dem Plan. Ihren Facebook-Account hat sich oben bei mir angezeigt, dass sie online ist. Mhm. Und da dachte ich mir so, boah, die lebt ja noch. Und dann habe ich sie angeschrieben, hey, wie geht's? Und die erste Frage, die zurückkam, gut, wie geht's dir und deiner Familie? Sie hat natürlich erstmal abgecheckt, ob ich noch in festen Verhältnissen bin. Es ist ja auch sehr sympathisch. Ja, absolut, absolut. Und dann habe ich gesagt, ey, meiner Tochter geht's sehr gut. Mir geht's gut, danke. Ich bin getrennt seit 2 Jahren. Mhm. Und dann hat sie geschrieben, aha, irgendwie, ach schön, das freut mich. Aber also es freut mich, dass es euch gut geht. Ja, schon klar. Nicht. Und auf der Basis haben wir dann unser Gespräch. Also ihr kanntet euch vorher schon so flüchtig? Nach ja, flüchtig, absolut richtig. Jahren und sonst, dann war sie einfach nur auf dem Facebook. Ja, Facebook und dann habe ich ihr Herz erobert. Kann man gar nicht nachvollziehen, aber irgendwas muss es ja gewesen sein. Ich bin dran geblieben. Ich sag mal, die Hartnäckigkeit, die zählt. Ja, du musst dranbleiben, wenn du was willst. Ich habe auch gehört, dass du das ein oder andere Mal im Leben schon umgezogen bist. Wenn ich richtig informiert bin, renovierst du auch immer alles selbst. Oh mein Gott. Ja, und da gibt's jemand, der dir deswegen eine Frage stellen möchte. Hey Bob, der Baumeister. Du bist doch umgezogen. Erzähl doch mal, wie du den Schluck dran gemacht hast in der Küche. Das war der David. Also, wir müssen mal so. Schön, dass die alle mitgespielt haben hinter meinem Rücken. Finde ich super. Pass auf. Ich bin natürlich immer alleine gewesen, weil ich nicht irgendjemanden fragen wollte, so random. Und das ist mein bester Freund, er und der Dennis. Und ich das ist so mein Freund, der hilft mir bei allem, wenn ich arbeiten muss. Und dann sag ich so, der kann das halt auch gut. Macht es auch beruflich. Und dann sag ich, komm, wir tapezieren. Ja gut, habe ich Stuck geholt, so Styroporstuck. Mhm. Und habe das an die Decke gebracht. Jetzt habe ich oben so eine fingerbreite Lücke gehabt. Jetzt habe ich gedacht, boah geil, da kannst du einen LED-Schlauch reinlegen. So eine flache LED-Stripes da. Dann habe ich das auf Gärung geschnitten. Die ganze Küche, die komplett, ich glaube, ich habe 50 Meter verlegt an Stuck. Und beim letzten Stück habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. Guck auf das Bild, da war das verkehrt rum. Ich hab's einfach verkehrt rum dran gemacht. Es war einfach verkehrt rum. Dann hab ich guck den an. Sag ich, Digga, das ist verkehrt rum. Na, kannst du dir vorstellen. Wir haben uns totgelacht. Ja. Wir waren einfach tot. Das wird auch schön festgeklebt, glaube ich. Gell? So mit so ja, natürlich. Ich habe das direkt hier so mit Baukleber festgeklebt, dass das ja nicht mehr runterfällt. Gell? Das muss dranbleiben. Das ganze Leben muss das dranbleiben. Kann ich das noch sehen, oder? Es ist hier nicht. Okay. Das war im alten Haus. Ist keinem aufgefallen. Es ist niemandem aufgefallen, bis auf einer Person. Und auf die Person würdet ihr nie kommen. Es war meine Tante.
Von meiner Mutter die Schwester. Er guckt wieder hoch, sagt so, ja Junge, was hast du denn da gemacht? Ich so, was? Ja, das ist doch verkehrt rum. Hab ich gesagt, nein, das gehört so. Das Beste fand ich, dass er dich Bob der Baumeister genannt. Also mit dem, ey, das ist einfach, das würde ich euch gern, ich bin echt am überlegen, wenn ich mit dem Kerl zusammen bin, so eine Videostory zu machen, egal wo, was wir erleben, gell? Dass einmal am Tag mindestens eine Situation, wo wir 15 Minuten durchlachen, weil wir es einfach nicht aushalten, weil irgendwas passiert ist. Lachflash. Ja, ja. Kurz vorm Essen, einer sagt was und du kannst einfach das Essen nicht mehr genießen, weil wir nur am Lachen sind. Einfach mit uns ist eklig. Ich finde Lachen so geil. Ist auch so. Ist auch so. Mir wurde auch zugetragen, dass du ein... Was wurde genau. dir zugetragen? Dass du ein... hört ihr das? Wisst ihr, wie spät es ist? 11? 12? Könnt ihr mitzählen. Ach, kommt es jetzt 11 Mal? Oh, 12. Das ist auf dem Ort noch so, ich sag euch. Hier ist, sagen sich Haas und Fuchs. Nee, Haas und Igel sagen hier gute Nacht. Der Fuchs und der Haas. Genau. Ja. Mir wurde zugetragen, dass du ein absoluter Familienmensch bist. Okay. Und da gibt es die wichtigste Person, die möchte ich auch gerne eine Frage stellen in deinem Leben, glaube ich. Hi Papa, ich bin's, deine Tochter. Wenn du bei Let's Dance mitmachst, denkst du, du gewinnst oder nicht? Ja, jetzt muss ich das allein schon gewinnen, weil meine Tochter mich ja jeden Tag, also jeden Freitag sehen muss. Mhm. Ich muss ja von Anfang bis Ende gut sein. Ich rufe meine Ufer an, ob das nicht irgendwie... Ruf an, ich deichsel das. Und die Mia hat noch eine zweite Frage, die mich jetzt besonders interessiert. Hallo Papa, ich bin's nochmal, die Mia. Wieso hast du eigentlich so lange Haare gemacht? Also mein Kind war mir bis eben noch sympathisch. Was hast du mit ihr gemacht? Stellt investigative Fragen. Hallo Mia, hier ist nochmal dein Papa. Warum habe ich so lange Haare gemacht? Der Friseur hat mich immer wieder weggeschickt. Und deswegen wollte mir keiner die Haare schneiden. Nein, der Papa fand es einfach mal cool. Ich wollte schon immer lange Haare haben. Ich wollte schon immer mal ausprobieren. Das hat mir dann gefallen und habe ich es gelassen. Ganz einfach. Ja, ist doch ganz einfach. Warum hast du es dem Kind nicht vorher erklärt? Hättest du gerade die Frage stellen müssen. Ich habe dem Kind gesagt, dass du ein Mädchen werden willst. Ah, okay. Okay. Und weil die mir so interessante Fragen stellt, habe ich noch eine letzte Frage von dir. Pass mal auf. Hallo Papa, ich bin's nochmal, die Mia. Hast du eigentlich einen Glücksbringer bei dir, wenn du auf dem Auftritt bist oder nicht? Und wenn ja, was für ein? Du bist mein Glücksbringer, weil ich hab dich immer in meinem Herzen. Oh, schön. Wirklich schön. Ja. Ja, du bist ja generell ein Familienmensch, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und dein Papa ist ja sehr früh gestorben. Oh, ey. Ihr ballert das ist, mich. Komm. Also ganz ehrlich, ich habe mich auch vorher schlau gemacht und ich muss ehrlich gestehen, das wusste ich gar nicht. Ja. Das wusste ich wirklich nicht. Und mit 15 darf man fragen, woran? Also nicht, er war nicht 15, du warst 15, aber mein Papa war relativ jung noch, gell? An Krebs, ja. Ach, fuck Cancer. Ja, das ist so, ich sag immer, die Krankheit ist der Teufel. Entweder kriegt er dich im Leben oder du hast Glück und du darfst vorher gehen. Darfst, ja. Stimmt eigentlich. Das ist einfach so, ja. Wie alt war dein Papa? 49. 49, scheiße, das ist kein Alter. Nö, ich hätte ihn auch gerne noch ein bisschen gehabt. Aber ja, ist auch eine Sache, mit der ich sehr, sehr lange zu kämpfen hatte. Muss ich echt sagen. Und ich habe immer wieder Fragen offen gehabt. Und eigentlich wäre es so, wenn ich nicht selber zu mir gekommen wäre, vor ein paar Jahren, nachdem ich in so ein brutales Loch gefallen bin, weil ich Existenzängste hatte und den ganzen Kram. Und habe ich mich echt mal mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt, der in meiner Vergangenheit so einfach schiefgelaufen ist und was mich wurmte und wo ich richtig deep drinne war und viele Fragen hatte. Und dann habe ich mich einfach damit auseinandergesetzt und dazu gehörte auch die Geschichte mit meinem Papa. Und ich glaube, ich werde da bis heute nicht drüber weg. Und, merkt man auch jetzt gleich direkt. Ja, und war ein guter Mensch. War ein guter Mensch und
Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann wiedersehe. 100%. Glaube ich wirklich. Ich bin jetzt wirklich kein gläubiger Mensch, aber ich glaube, dass man sich irgendwann wieder sieht, egal auf welcher Ebene. Ist der frühe Tod von deinem Papa eigentlich auch ein Grund, dass du mit Mama und Geschwistern sehr, also das ist die, die sehr wichtig sind, nehme ich an, weil du hast von deiner Schwester, glaube ich, gesprochen, die dir dann Burger King in die haben einfach, die wissen nur, dass ich gut gerne esse. Genau. Und dass ich aggressiv werde, wenn ich nichts erst bekomme. Das kenne ich eigentlich nur von Frauen, dass die aggressiv werden. Ja, natürlich, meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig, insbesondere meine Mutter. Ich hatte ja irgendwie gefühlt 3 Mütter. Das waren meine 2 älteren Geschwister und meine Mutter. Und die eine hat mich immer bei allem erwischt. Die eine, das ist die Jüngere, die Alex. Ich nenne sie immer Ali. Die Ali hat mich immer bei allem erwischt. Und von da habe ich immer dann ordentlich eine auf den Deckel bekommen. Hat sie, ja. Das war die Einzige, die draufgehauen hat. Mhm. Ja, meine Mutter und so, es war so, ach ja, mein Junge, ich war ja ihren Lieben, ihren Wunschkind und ihren Wunschjunge und in Watte packen und nochmal umwickeln in Folie, dass du ja nichts an mich kommt. Und wenn man mich kratzt, dann nur mit einer Feder. So war meine Mutter zu mir. Ja, die ganz große Schwester von mir war die coole. Es war einfach so, oh ja, komm, ja, sind wir da hingegangen, hier Fußball. Also die hat alles mitgemacht. Und die mittlere, die hat auch alles mit mir gemacht und war immer für mich. Drei Geschwister? Zwei. Zwei. Zwei Schwestern, ja. Also die mittlere, sage ich dann, weil die zwischen uns, also von uns dreien. Okay, verstanden. Die mittlere ist. Und also die haben sich beide nichts gegeben. Die waren alle lieb und toll zu mir. Es waren die bessere Schwestern, hätte ich in meinem Leben nicht haben können. Als Kind. Aber die eine hat mich immer erwischt. Ich durfte zum Beispiel nie mit dem Fahrrad auf der Straße fahren, weil es bei uns in Frankfurt so gefährlich war. Aber das ist nicht interessiert. Den Berg auf der Straße mit den anderen Jungs war ich gerade am Runterpacen. Ich wollte gerade ansetzen und dann kam die mit, was weiß ich, wo die herkam, mit einem Bus, Alter, mit einem Bus, mit einem T2-Bus. Da kommt die da hinten raus. Lieber Björn, ich war Schockstarre gehabt. So habe ich gezittert, aber auf meinem Fahrrad. Ich konnte nicht mal mehr atmen, weil ich wusste, ich kriege jetzt Schläge. Ja, und dann gab es 2 Stück hinter die Ohren, aber mein Fahrrad in den Bus reingeschmissen, nicht an den Ohren. Ich habe damals an den Ohren reingezogen. Fahrradverbot. Hat natürlich gleich meine Mutter angerufen, mich heimgebracht, hat sie ja hier Fahrrad wegsperren, der fährt kein Fahrrad mehr. Und so war es auch. Das war aber auch die mich immer gerettet hat, wenn ich Hausarrest bekommen hatte von der Mama. War die immer, die mich rausgebettelt hat. Und wie war die andere Schwester? Die war überhaupt nicht streng, oder? Ah ja, es war die coolste. Die war die coole. Ja, die, bei der war alles easy, alles gechillt. Dann sag uns mal, ist das die coole oder ist das die strenge? Hallo Brüderlein, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir in Polen waren und sind durch den Wald gefahren und es war so schön dunkel? Ey, die ist so gemein. Warum? Das bin ich immer neugierig. Ja, das ist gemein. Du spielst mit meinen Gefühlen, Schwester. Also, pass auf. In Polen passieren so schreckliche Dinge. Ne? Also es gibt ja überall so Geistergeschichten. Und von meinem Schwager, der Cousin, der ist da gefahren. Und da stand eine Frau, eine Oma, im weißen Kleid und hat ihn abgebremst. Am Straßenrand oder auch schon die? Oder? Mitten im Wald, da war so eine Waldstraße war das. Und hat ihn ich weiß die Geschichte, als hätte sie mir gestern erzählt. Und hat ihn abgebremst. Und das ist wirklich, das war einfach wirklich so. Weil diese Oma wurde totgefahren von einem, der da gerast ist. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Der Geist hat quasi den, und das haben die mir erzählt, da war ich klein. Da war ich klein. Dann wollten die mich ärgern, weil große Schwestern haben sowas an sich und Schwagers, verstehst du? Die wollten mich dann ärgern. Hab ich Schwagers gesagt? Schwäger. Oh, was ein Deutsch. Ja, die haben dann so Sachen an sich, weil die waren dann so alt wie ich. Und ich habe ja auch so komische Dinge gerade, dann, ich verstehe sie jetzt. Und wollten mich in den Bus, wollten mich da im Wald aussteigen lassen. Und wollten wegfahren. Bei der Oma. Ja. Ja. Und kennst du das? Ich war dann immer der Neugierige. Ich bin dann auch immer lange wach geblieben. Und dann, düm, 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 Autopsie.
Diese Autopsie. Mhm. Und die Stimme von dieser Frau, die macht mir heute noch Angst, wenn ich das höre. Die Stimme, die redet das so, so eine Kriminal, weiß ich, wie die da redet. Und er hat nur, ey, das ist einfach, das, die Stimme ist krass. Mhm. Und das habe ich als Kind geguckt. Der konnte schon mal nicht schlafen, habe schon mal eingeschissen. Und dann sind wir in den Wald gegangen, habe ich nochmal angekackt. Aber, also so, ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe als Kind immer Aktenzeichen XY geguckt und das ist ja das, weil das ist ja alles wahre Begebenheit. Da habe ich immer, ich mich in den Keller nicht getraut. Wenn ich zu Oma, also die Oma war wirklich Straßengegenüber, ich bin drüber gerannt. Also total, wirklich gerade. Mama, guck am Fenster. Ja. Wirklich so. Ey, bei Aktenzeichen war das. Die wollten mich aus dem Wald. Das ist böse, böse Schwester. Böse Schwester, ja. Richtig böse. Die finden das aber heute noch sehr witzig. Ich ja, finde das immer noch nicht lustig. Merke ich. Und weil sie so witzig finden, hat sie noch eine zweite Frage. Erinnerst du dich daran, wo du mit den Rollschuhen den Berg runtergefahren bist? Also, Severino hat Inliner gehabt, die ihm 5 Nummern zu groß waren, aber er musste welche haben. Waren das die von der Schwester? Nee, es waren meine. Und meine Schwestern, Severino, fahr doch nochmal ein Stück den Berg runter. Ich bin ein Stück den Berg runtergefahren und ich habe so eine Quietschstimme gehabt. So, das konnten nur Hunde hören, so hoch war die Stimme. Und dann bin ich immer ein Stück gefahren und dann bin ich auf die Wiese gesprungen. Du musst dir vorstellen, es war so ein Berg runter, so ein schmaler Berg, der ging runter und rechts und links war Wiese. Ich konnte immer abbremsen auf der Wiese. Genau. Und wenn es mir zu schnell wurde, bin ich auf die Wiese. Mhm. Und da haben die mich motiviert, ja, jetzt mach doch mal richtig. Da bin ich den Berg runtergefahren, da wurde es mir zu schnell, habe ich mich hinfallen lassen, aber auf den Stein. Und kennst du das, wenn die Steine über den Asphalt gleiten? Genau. Und du merkst einfach, wie die Haut gerade aufgerissen wird. Und du weißt schon, oh, das tut jetzt weh. Genau. Den Sturz erlebe ich gerade nochmal. Und dann habe ich so gemacht. Und habe mir dann erst auf die Hände geguckt und dann habe ich angefangen zu heulen. Ja, das finden die heute auch noch witzig. Schon ein bisschen sadistisch. Was, ne? Ich frage mich nur, warum die Frage nicht kam, wie ich in den Kaktus getreten bin. Was war mit dem Kaktus? So kam auch der Buzzer mal zum Einsatz. Wir waren in Portugal und sind durch die Straßen gelaufen. Da war so ein kleines Gebüsch. Ich wollte einfach da durchlaufen, weil das schneller war zum Hotel. Ich bin in einen Kaktus reingetreten. Vor einen Kaktus gelaufen, sagen wir es mal so. Ich habe 5 cm große Stacheln in meinem Schienbein gehabt. Aber ich glaube so 12, 13 Stück. Fanden die auch alle ganz lustig. Ich war mit meiner Frau mal im Urlaub und wir haben gehört vom Urlaub, dass diese Kaktusfeigen so lecker sein sollten. Und meine Frau aus dem Auto ausgestiegen hat sich, wollte welche, hat gedacht, nimm dir irgendwie, hat sich glaube ich gar keinen Handschuh was genommen, hat die abgehakt, merkst ja gar nicht, so ganz haarfeine sind die, hat den 3-4 Tage, also ganz Urlaub gekämpft, mit überall einen kleinen Finger hat sie diese, die ganz kleinen fiesen, du hast die großen gehabt, aber diese ganz kleinen fiesen Stacheln, aber überall, wo sie gegenkommen, ist, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja fast noch schlimmer, weil es so langwierig ist. Genau. Konntest du waschen, ging nichts ab, geht aber wirklich. Mit welchem Künstler würdest du gerne einmal zusammenarbeiten? Gibt es irgendeinen Künstler, wo du jetzt sagen würdest, oh, da? Ist vom Größen her, vom Größenunterschied wird es bestimmt lustig. Aber Bruno Mars wäre schon einer, mit dem würde ich gerne mal zusammen auf der Bühne stehen. Ja. So deine Art von Musik, glaube ich, auch gerne. Nicht nur die Art von Musik, weil das ist für mich ein Superstar. Mhm. Das ist für mich ein Weltstar. Das ist für mich der Mann. Ist ja auch super erfolgreich. Ach, ganz ehrlich, gell? Lass mal den Erfolg außen vor. Aber wie er performt und wie er die Sachen auf der Bühne lebt, das kann keiner in Deutschland. Mhm. Ja, das geht nicht. Er kann's und ich liebe es, was er macht. Ja, ich glaube, Bruno Mars ist die Nachzucht super, von aber, Michael. Aber ja, genau, aber live ist der, gell? Wahnsinn. Ja. Ich finde, kennst du das? Es gibt Künstler, die singen im Studio ein, es hört sich geil an. Mhm. Du kommst auf ein Konzert und klingt ganz anders und so. Und es klingt richtig scheiße anders. Ja, es klingt anders, aber scheiße anders. Ja, und du denkst so, hä, warum? Ja, wo zum Beispiel geil ist Xavier. Mhm. Der singt es live auch immer geiler. Ist richtig gut. Wo ich total enttäuscht war, war Usher. Okay, denkt man auch eigentlich. Ey, da ist es vorbei. Richtig, richtig kacke. Also wirklich schlecht, schlecht. Richtig schlecht. Und dann kommst du zu Bruno Mars und er singt es einfach 10-mal geiler wie auf CD. Und du denkst dir so, nee, geil. Wo stehst du, Junge? Mhm. Und dann gehst du erstmal heim, hast keinen Bock zu singen.
Und dann kommt aber der Dings, da kommt aber der Severino wieder zum Vorschein, bei mir jetzt zum Beispiel. Da höre ich mir die Live-Version an und versuche die natürlich genauso zu schmettern wie er. Das ist dann immer so, er ist so die Koryphäe meiner Herausforderung an Musik. Ja. Es gab auch bis jetzt, glaube ich, nur zwei Lieder, wo ich wirklich dran gescheitert bin bei ihm, weil die einfach so übertrieben hoch sind. Gibt es eine TV-Show, bei der du gerne mal teilnehmen würdest? Ja. The Voice oder... Nö. Ich hab's... also ich würde mir ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich in Deutschland... habe ich ja einmal gezeigt. Ich habe ja einmal gewonnen. Ja, gut, zweite Mal gewinnen, das gab's auch noch nicht, oder? Nee, es gab's auch noch nicht. Ich glaube, das würde auch ProSieben gar nicht zulassen. Ja, kann es schon sein, ja. Wo wir bei Retorte werden. Genau, wir haben jemanden gehabt, der hat damals Popstars gewonnen und war bei mir im Casting, der Julian. Mhm. Dann haben die im Recall befördert. Tschüss. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, warum? Und dann sagt der Vocal Coach mir ganz klar, ja, meinst du, hier gewinnt jemand, der damals bei ProSieben gewonnen hat? Manche. Dem geben wir gar keine Plattform. Mhm. Der durfte im Casting singen, das wurde auch ausgestrahlt und dann ciao, Kakao. Und der ist echt gut. Mhm. Ja, es ist tatsächlich dann doch, wie mein Goldschatz weiß, die Mia. Es ist Let's Dance. Kannst du denn tanzen oder wärst du eher Bewegungslegastheniker? Also, nee, man sagt mir nach schon, dass ich tanzen kann. Ich selber, ja, doch, geht. Weil mich würdest du nicht tanzen sehen wollen. Genauso wenig, wie du mich singen hören möchtest. Also ich höre dich ab und zu singen. Ich muss echt sagen, ich habe auch voll Interesse so an Jive und Passadoble und so. Ich habe da richtig Bock drauf. Ist ja auch coole Sendung. Ich gucke natürlich auch gern, wirklich, muss ich sagen. Let's Dance Freitagsabends. Ja, mit der richtigen Partnerin, die ich da durchpeitscht, wird schon richtig cool. Viele da draußen sagen, dass du wahrscheinlich einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Sänger warst, der jemals bei DSDS teilgenommen hat. Also vor allem bei den Live-Sachen. Das ist ja wirklich... Vielen Dank. Kann ich wirklich sagen. Ehrt dich das? Oder also... Ja, wie soll ich sagen? Ehrt dich das? Weißt du das? Oder ist das einfach für dich... Nein, was siehst du das gar nicht so? Das? Ja, das klingt... Nein, aber man hat ja ein gewisses Selbstbewusstsein, oder? Das ist... Also... Ich bin nicht taub. Ich weiß schon, dass ich da von den Gewinnern her, sag ich mal, im ersten Drittel bin. Aber wenn du natürlich hörst, du bist einer der Stärksten oder wenn nicht der Stärkste, ehrt mich das natürlich sehr und bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das, was ich live performe und was die Leute so sehen, dass die das dann so anerkennen, finde ich schon richtig toll. Ja, das schmeichelt mir. Und macht mich glücklich. Wäre der ESC mal ein Versuch wert oder sagst du, das also Eurovision Song Contest? I know what you mean. Ja. Ehrlich? Immer. Ja, hätte ich Bock drauf. Weil es hat auch so eine Live-Show. Also ich sehe dich halt immer live. Ich weiß, dass du so jemand bist. Und genau, das hätte ich auch Bock drauf, weil ich einfach, weil ich glänzen könnte mit einem geilen Song. Ja. Und dann wieder hätte ich keinen Bock drauf, weil die Songs der NDR schreibt. Genau, vorschreibt oder weil man weiß, die Deutschen irgendwie haben keine Chance. Ich glaube, aber es liegt auch gar nicht immer an dem Musikalischen, sondern meine Vermutung ist auch, dass die einfach die anderen Länder sagen, ach, das große Deutschland, die müssen ja auch noch musikalisch gewinnen. Dann frage ich dich, warum hat die Lena gewonnen? Genau, das frage ich mich auch, weil als ich den Song gehört habe, dachte ich so, was ist denn das? Da war auch keine Chance. Jeder hat gedacht, die wird mit dem letzten Platz da rausgehen. Nee, aber ich weiß, es gibt nur diese Prognosen und da war sie relativ weit vorne. Ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da hat sie wirklich und Lena hat es geschafft. Und die hat es. Ganz ehrlich, ich fand die richtig cool, weil die anders war. Ja, ich weiß. Und das ist wahrscheinlich der Grund auch. Die war einfach anders. Die hat es einfach verdient, dass es gewonnen hat. Ehrlich, ich fand. Am Anfang habe ich so gedacht, boah, geht die mir auf den Sack. Weil was soll das? Was ist das für ein komisches Englisch? Ja, genau. Ja, ist er. Oxford-Englisch. Ja, noch schlimmer. Die hat es ja noch veroxfordert, als veroxfordert ist. Aber das, ja, und dann fand ich es cool. Ich fand es geil. Und wenn du fragst, wie der Song geht, weiß es jeder. Love, oh love, I'm gonna tell you how I feel about you, cause I, oh I. Also der Raab hat da ein brutales Brett hingebastelt, gell? Muss man einfach sagen. Die kam ja vom Rad. Ja, genau. Man fragt sich sowieso immer. Und warum? Aber dann sieht man doch. Und das ist das, was ich nicht verstehe, liebes NDR, liebes Deutschland, lieber Entscheider da oben, Frank Farian Musiker, keine Ahnung. Und warum nimmt man sich daran kein Beispiel?
das Mädchen hat Lust und Laune gehabt, da zu spielen. Die hat Spaß gehabt auf der Bühne. Es war ein Song, den sie performen konnte. Es war, der war mit Fröhlichkeit, der war heiter, der war mit Beat, mit Rhythmus, der war einfach da. Du konntest leben auf der Bühne. Und ihr schickt da immer solche Schnulzenpacken hin. Balladen und so, sehr genau. Oh, cause I mean, I'm a rockstar. I like the way you are. Ey, das interessiert doch kein Mensch. Der Junge ist ein guter Musiker. Ja, aber die Mucke juckt doch kein Mensch. Doch, irgendwo habe ich jetzt gelesen, nach dem letzten ESC, nimm doch endlich mal irgendjemand dem NDR den ESC weg. Ja, ja, ist so. Aber ganz kurz, die sagen alle, Deutschland politisch und, ne? Die Länder würden das so entscheiden. Mhm. Wissen die eigentlich, wo die meisten Gelder herkommen, um dieses Show zu finanzieren? Aus Deutschland. Ja, natürlich. Mhm. Ohne uns oder ohne Deutschland gäbe es diese Show so groß doch schon mal gar nicht. Ja, und da denke ich halt einfach, auch dass die Ukraine gewonnen hat. Der ja, Song war stark. Das war ja. Dieses Jahr war das nochmal ganz anders, glaube ich. Der Song war stark, alles schön und gut. Für mich, der Gewinner sowieso von Anfang an ist Sam Ryder, der Zweitplatzierte. Ja, Engländer. Ja, und das finde ich sehr, sehr traurig, dass so einem Junge die Krone weggenommen wurde. Ja, der auf Instagram mit Videos angefangen hat, so selber zu singen. Und hat wirklich mit Null angefangen. Aus Null, mit nix. Und da finde ich es halt schade. So viel dazu zum ESC. Weil musikalisch hätte es verdient, ja, stimmt schon. Absolut. Der singt, das ist unfassbar. Gut. So, zum Abschluss von meinem Podcast mache ich immer mit meinen Gästen das Alphabetspiel. Backstage, das Alphabet. Du darfst hier 5 Buchstaben aussuchen. Wahrscheinlich hat das schon 100 Mal, nee, schon 100 Mal gespielt, oder? Wenn du sagst Alphabetspiel, genau. Dann denke ich mir so, okay, du suchst dir 5 Buchstaben aus und ich genau stelle dir dazu immer eine passende Frage. Also du darfst anfangen. S. Sommer oder Winter? Sommer. Doch, es gibt ja Wintermenschen, die sagen, ja, komm, das zählt nicht, das war zu einfach. Na, warum? Nein. Okay, das, also Sommer. Genau, also eher ein Sommermensch. N, wie Nordpol. Ja, eher ein Sommermensch. N wie Note. Wie warst du in der Schule? Du hast wahrscheinlich Abi, oder? Nein, aber die mittlere Reife. Und die habe ich mit 2,1 abgeschlossen. Wahrscheinlich besser als ich. Ich habe auch mittlere Reife. Ja? Welche Schule warst du gewesen? An der Frankenschule, okay. Und dann auf der Otto-Hahn-Schule in Frankfurt. Okay. Otto-Hahn-Schule in Hanau oder in Frankfurt? In Frankfurt. Okay. Leute, wir haben schon, warte mal. 20 nach 12. Entschuldigt den Björn, ja, bitte. Wir haben Hunger langsam. Mittagessenzeit. Ja, was Hunger? Achso, ach du. Nachts meine ich, nachts, Leute, nachts. Ja, Severino steht immer erst um 2 auf. Das hat er vorhin nicht erwähnt. Um 2 stehe ich auf und zocke. Dritte Buchstabe? Ja, das ist ja gut. Achso, cool. Ich hab das so überflogen. M wie Martha. M wie Mia. Musik, dein aktuelles Lieblingslied würden wir gerne wissen. Ich liebe diesen Künstler, habe ich gerade gesagt. Das ist Leave the Door Open von Bruno Mars. Okay. Der vierte Buchstabe ist, jetzt habe ich S, das war meiner. Ich habe N, das ist Nadines. Ich habe die Mia, jetzt nehme ich die meine Mutter, die Rosita. Also R. R, R wie Reise, verreist du gern. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Mein Lieblingsreiseziel war bisher Thailand. Das muss ich ganz klar sagen, ja. Ich habe mich aber umentschieden. Jetzt ist es Mexiko. Ich will jetzt nach Mexiko. Mexiko. Was sehen oder zum Baden? Hallo, beides. Wenn man da hinfährt, fährt man doch nicht nur für eine Sache hin. Wo lebst du denn? Ich würde mich an Deutschland Strand legen. Es gibt doch eigentlich nichts Geileres. Na, warte mal, ich will mich wieder umentscheiden. Es gibt doch eigentlich nichts Geileres als die Malediven, oder? Malle ist geil. Du Malle. Nee, Malediven. Ich meinte Male, natürlich auf Malediven. Male, die Hauptstadt. Okay. Nee, Malediven. Ich war noch nie da. Ich glaub, du einfach hinlegst oder in den fetten Bauch bräunen kannst. Ich möchte wenn ich 50 bin, möchte ich mal auf die Malediven. Mit deiner Freundin? Also komme ich wahrscheinlich nie wieder hin, weil ich bin ja schon 50. Mit deiner Freundin? Natürlich. Ja? Freundin? Und deine Frau? Ich wollte gerade sagen, Fragezeichen. ja, also ich reise gerne. Mein Lieblingsreiseziel war Thailand.
weil ich das auch immer mit Training verbunden habe und mir das Essen da schmeckt. Und da wirklich, das gibt es auch wirklich schöne Orte und Flecke dort. Fleckchen. Und wir haben uns jetzt für Mexiko entschieden. Tee oder A. Wenn du magst. Komm, wir machen heute eine Ausnahme. Du kannst auch beide noch fragen. Okay, ich nehme beide Schwestern. Ich nehme Tee und A. Ich nehme jetzt erst nämlich A, weil die freche Schwester mir Fragen gestellt hat. Nehme ich jetzt A. Aberglaube. Bist du abergläubisch? Ja. Das zeigt von links sich nach rechts, dann Pechts und sowas, die schwarze Katze. Ja, schon eklig. Also ich war viel abergläubischer. Nadine hat mir wirklich alles genommen. Sie ist einfach so abgeklärt. So abgefuckt in einem so. Oh, Aberglaube gibt's doch gar nicht. Gibt's gar nicht. Genau. Oder Freitag der 13. Hm? Stehst du nicht auf, oder was? Doch. Aber das hat mich noch nie interessiert. Okay. Aber sonst abergläubisch so ein bisschen schon. Ja. Stehst du mit einem bestimmten Fuß auf oder ist dir das egal? Wie du rauskommst aus dem Bett? Scheißegal, Hauptsache ich stehe. Okay, einfach. Genau. Und irgendwie. Genau. Letzte Buchstabe. Ja. R wie? René Roswitha hatten wir schon. Nee. Außerdem heißt das Rosita. Rosita. Tee wie Theodor. Tee wie Tammy. Tee wie Tipps. Welche Tipps möchtest du den Hörern zum Abschluss noch geben? Egal aus welchem Bereich des Lebens. Ja, fieseste Frage am Ende. Ja, ist nicht schlimm, aber kann man ja durchgehen. Hört auf, fies. Wir müssen aufhören, fies zu sein. Wir müssen, klar, denkt an euch selbst, bereinigt euer Umfeld, guckt, dass es euch gut geht. Nur wenn es euch gut geht, könnt ihr dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Und lasst uns mehr miteinander sein. Lasst uns mehr helfen. Lasst uns die Welt zusammen. Ich will jetzt nicht für den Weltfrieden hier plädieren oder so, aber wir können alle einen Teil dazu beitragen. Wir haben es gesehen in der Corona-Zeit, wie schlimm es Menschen gehen kann. Das stimmt. Und wie einsam Menschen sterben können. Ganz fand ich. Das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Es war sehr, sehr schlimm. Und wie die Politik mit uns spielen kann. Mich, ja. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen lasst uns versuchen, ein bisschen mehr füreinander zu sein. Füreinander da zu sein. Und für uns selbst einzustehen. Und das ist das Allerwichtigste. Das sind die Tipps, die ich allen Hörern da draußen geben kann. Und einfach das Fiese, das Negative ablegen. Weil wir haben nichts davon. Ja, absolut. Wir ärgern uns. Mhm. Wir ärgern uns. Ich merke das ja immer an mir selber. Ich bin immer selbst das beste Beispiel für alles. Ja, für alles Schlechte bin ich das beste Beispiel, ehrlich. Das ist so, ich ärgere mich und dann explodiere ich. Und das Geile ist, wenn ich was am Zusammenbauen bin oder so, ne? Und es klappt nicht, ich mach's kaputt. Und dann bin ich der Depp und muss neu kaufen. Ja. Verstehst du? Das ist mir auch schon oft passiert. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Und ich muss einfach sagen, ich habe heute auch mit meinem Freund gesprochen, den kenne ich schon über 30 Jahre. Und es war so der hibbeligste, ich muss jetzt gerade noch mal ein bisschen ausholen, das war so der hibbeligste, der hat ein Aggressionspotenzial gehabt. Wenn der Lappen nicht da gelegen hat an seiner Spüle, wo er immer liegt, da ist der durchgedreht. Der ist wahnsinnig geworden. Und hat gefragt, was für ein Spaß die den Lappen weggeräumt hat, so auf krass gesagt. Ne? Und der ist kaum wiederzuerkennen. Ich war jetzt mit ihm trainieren und er ist kaum wiederzuerkennen. Und heute habe ich mit ihm gesprochen, weil ich habe mich immer beraten lassen, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Gespräch mit ihm gehabt. Und hat er mir erzählt, er hat für sich eine Selbstfindung gemacht und hat einfach mal reflektiert im Leben. Er ist selber zum Glaube gekommen. Also der hat seinen Glauben für sich gefunden, der geht in keine Kirche oder sowas und möchte auch niemanden bekehren und wurde auch nicht bekehrt. So, ne? Also kein Trottel. Ja, und der steht mit beiden Beinen voll im Leben. Ist Papa von zwei Kindern und hat ein riesen Anwesen, ist geschäftlich gut aufgestellt. Und der hat halt echt, und ist so eine Person, wo ich früher als kleiner Jugendlicher schon aufgeguckt habe, weil seine Art hat mir gefallen, der hat immer die tollsten Frauen gehabt, ja, muss ich auch dazu sagen, es war immer so. Und er hat heute gesagt, der nennt mich immer Fati oder Papi, sagt er immer zu mir. Und dann sagt der Papi, das bringt doch alles nichts. Wir leben doch in so viel Hass und so viel Neid und so viel Ekelhaftem. Und alles, was du von außen zulässt,
geh doch in dein Leben, geh zu deinem Kind, geh zu deiner Beziehung, geh in dein Umfeld. Und es bringt doch überhaupt nichts. Und ich habe mich einfach heute bedankt bei ihm. Der hat heute meinen Tag, der hat echt meinen Tag heute verschönert heute Morgen. Ja. Ich habe heute eine lange Fahrt, ich habe heute einen Grill abgeholt und habe mit ihm gesprochen. Und dann habe ich viel Zeit gehabt. Und der hat wirklich, ich habe mit dem fast eine Stunde telefoniert. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, danke, dass du so ehrlich zu mir bist und dass du mit mir darüber redest und dich so mir öffnest. Also der, muss ich echt sagen, ich kann den auch benennen, ich sage gerne danke, Ramon, für deinen Danke einfach. Mhm. Und viel war's. Und den Tipp, den kann ich, ich habe heute echt viel Revue passieren lassen und habe auch viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Heute war so ein Tag. Und deswegen finde ich die Frage ganz gut, dass sie wirklich zum Schluss kam. Du bist schuld, nicht ich. Dass wir darauf nochmal kommen können. Also wirklich, mein Tipp ist einfach, viel Ruhe, Umfeld bereinigen und alles, was einen belastet im Leben, einfach von einem fernhalten. Ja. Einfach, auch wenn es mal schwerfällt, Menschen einfach gehen zu lassen. Mhm. Wenn du nicht für dich selbst bist, kannst du nie du selbst werden. Das ist einfach so. Und wenn es dir nicht selber gut geht, kannst du auch keinem anderen helfen, dass es ihm besser geht. Severino, ich sag vielen Dank. Das war ein cooler, lustiger Abend. Das habe ich aber vorher schon erwartet. Ja. Genau. Der war deep, der Abend. Der genau. war lustig. Genau. Der war, ich habe geweint. Genau. Ich hatte alles an Emotionen. Wir haben ihn noch nicht so richtig. Ein bisschen singen hören haben wir ihn auch, aber vielleicht kommt da ja demnächst noch was Neues. Ja. Und wann machen wir den nächsten? Wir müssen, ich will auch mal einen Podcast mit dir machen. Ja, du mit mir. Ja. Oder wir müssen noch einmal einen zusammen machen. Okay. Ein Flachwitze-Podcast. Den machen wir mal, den schieben wir also in der Sommerpause irgendwann mal dazwischen. Ja, gell? Den können wir mal machen. Nee, ich sag vielen Dank und ich danke dir. Witziger, lustiger Abend. Danke, dass ich da sein durfte bei dir zu Hause. Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören und danke, Björn. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Backstage hinter den Kulissen des Musikgeschäfts. Der Podcast mit Dr. Pop.